Und zwar haben wir uns von Open Mind dieses Drohnenquiz angeguckt und danach haben mir sehr, sehr viele Leute geschrieben, wir sollen uns von Open Mind das neue Video auch angucken. Ich weiß nicht, was für ein Video es ist. Ich wollte Open Wild schreiben, Alter, Open Mind. Das neue Video von Open Mind ist Drogenfest. Ach, wegen Oktoberfest. Oh, ist sogar ganz frisch. Okay, schauen wir gerne mal rein. Ja, logisch. Oktoberfest ist ja eigentlich, ist ja so gesehen eigentlich ein riesen Drogenfest, weil da trinken alle Alkohol und so, ne? Ist es so auf dem Oktoberfest, dass alle saufen? Schauen wir mal rein. Ah, Doppelmoral oder Wiesenbesucher? Ich bin gespannt. Let's go. Ich war auf einem der größten Drogenfeste der Welt, dem Oktoberfest. Auf der größten Drogenfest. Hab ich auch noch nie gehört, aber eigentlich ist es ja true. Die trinken ja so viel Bier da. Die Menschen zum Thema Drogen zu interviewen. Pro oder Anti-Drogen? Pro oder Anti-Drogen? Drogen. Anti. Anti. Auf dem größten Drogenfest, Anti-Droge? Hier. Ja, ist ja, Alkohol ist ja auch eine Droge. Ah, so ein Schmarrn, das ist ein Lebensmittel. Ein Leben. Alkohol ist ein Lebensmittel. Ich dachte, Alkohol wäre ein Destillat. Er meint wahrscheinlich, Bier ist ein Lebensmittel. In Bayern ist ja Bier, wird ja als Grundnahrungsmittel oder so gezählt, glaube ich. Aber nicht Alkohol, sondern es geht um Bier. Aber das Problem ist, der Mann hier kennt den Unterschied zwischen Alkohol und Bier nicht. Das eine ist einfach nur der Wirkstoff, der dich besoffen macht. Das andere ist ein Gemisch aus Getreide, Produkten, whatever. Und daraus halt was Gebrautes. Naja. Anti natürlich. Anti, aber auf dem hier ist ja das größte Drogenfest überhaupt. Ja, kommt drauf an, was man trinkt. Ich trinke halt alkoholfrei. Oh, guck mal, sie trinkt alkoholfrei. Sie sind auch Anti-Alkohol. Nicht immer. Aber sie haben ja gerade gesagt, sie sind Anti-Drogen. Ja, da hast du schon recht. Ja. Guck mal, sie sieht's direkt ein. Sie eigentlich so, eigentlich hast du recht. In Deutschland wird Alkohol oft nicht als Droge bezeichnet, aber es ist eine legale Droge. Und LSD? Auf keinen Fall. Aber LSD hat... LSD auf keinen Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe absolut, aus dem Blickwinkel von Open Mind, verstehe ich absolut, dass er LSD nicht so heftig findet, weil LSD halt nicht so ein Suchtpotenzial hat wie Alkohol oder Weed oder sowas. Aber ich sehe es tatsächlich etwas ähnlich wie diese Frau hier, weil ich persönlich habe auch Schiss vor... so Trips. Ich trinke ja auch selber kein Alkohol, also ich nehme ja gar keinen Drogen, ich trinke auch keinen Alkohol und so, ne? Also nie so wirklich, dass ich irgendwie was davon merke. Und LSD, ich weiß, LSD ist keine so überheftige Droge, aber ich traue mich nicht an sowas ran. Ich möchte sowas nicht nehmen. Deswegen, ich kann schon ihre Einstellung verstehen, aber es liegt auch daran, dass wir uns, also ich und sie, uns noch nicht so viel auseinandergesetzt haben mit LSD. Ja? Ein geringeres Schadenspotenzial als Alkohol oder Cannabis. Trotzdem, es hat ein extrem hohes Suchtpotenzial. Nee, das ist falsch. LSD hat ein geringeres Suchtpotenzial als Alkohol und als Marihuana. Du hast keinen Bock, immer LSD dir reinzuballern. LSD hat mitunter das geringste Suchtpotenzial von allen Drogen. Ah, das glaube ich nicht. Doch, es ist so. Pilze und LSD sind, was das Suchtpotenzial angeht, extrem weit. Er ist auch komplett drauf, Alter. Pilze wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass Pilze auch so niedrig ist. Ich dachte, Pilze gönnt man sich schon öfters mal rein. Oder Antidrogen. Wir sind ja auf dem Oktoberfest. Da ja, also muss Pro sein. Ja, oder? Eigentlich Pro. Ja. Oh, guck mal, sie hat aber auch die, ich hätte gedacht, es sind viel mehr unaufgeschlossene Leute in Bayern. Also sorry, ich möchte jetzt niemanden verurteilen in Bayern, aber man kennt ja in Bayern die Leute, gerade was Polizei und so angeht, ist ja so ein bisschen heftiger gegen Drogen. Und ich wusste nicht, wie da so die Leute sind, gerade so die etwas, ich sag mal, älteren Leute, so 30 plus, 40 plus. Dachte ich auch, dass in Bayern da so ein bisschen konservativer sind. Nicht böse gemeint, liebe Bayern. Aber guck mal, sie hat genau verstanden, oh, eigentlich sind wir auf dem Oktoberfest, eigentlich kann ich da nicht quasi verteufeln. Finde ich gut. Sowas, so eine Einsicht. Pro LSD. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Warum nicht? Ist doch weniger gefährlich als Alkohol. Bier ist das Beste. Ja, ist ihr Geschmack. Bier ist das Beste. Sie hat keine falsche Antwort gegeben. Sie hat nicht gesagt, LSD ist zu gefährlich, sondern sie hat einfach gesagt, nee, das nicht. Bier ist das Beste. Also ihr gefällt Bier einfach gut. Kann man akzeptieren, ihre Meinung. Sie hat nichts falsch gesagt. Aber Alkohol ist doch auch eine Droge. Aber Alkohol geht. Geht Cannabis? Das geht auch. Okay, und ey, ich finde die beiden, ist das ein Pärchen? Ich finde die beiden sind ein richtig süßes Pärchen, wenn die ein Pärchen sind. Ich finde, so alte Leute, also ich will nicht sagen, alte Leute, die sehen noch gar nicht so alt aus, die sehen etwas älter aus. Aber ich finde ältere Leute als Pärchen, finde ich immer so süß. Oh, das ist so goldig, Alter. Die Frau ist auch schon so am Smilen, der ist auch glücklich, guck mal, der ist auch am Smilen. Das finde ich sympathisch, wenn so ein älteres Pärchen immer am Start ist. Guck mal, dass die auch so ein Interview mitmachen, finde ich sympathisch. LSD? Nein. Warum LSD nicht? Das ist eine harte Droge. Das ist eine harte Droge. Bezeichnet man so, ja. Oder findest du auch, dass man es auf keinen Fall legalisieren sollte oder sowas? LSD in no chance Legalisierung, Mann. Okay, erst gegen Legalisierung. Die Sache ist, ich persönlich muss sagen, ich habe gar keine krasse Meinung zur Legalisierung von Drogen, weil ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe, weil ich selber keine Drogen nehme. Aber ich will mich jetzt selber mal fragen, wenn ich jetzt in der Politik wäre und ich könnte sowas entscheiden, würde ich auch sowas wie LSD
legalisieren oder nicht? Das kann ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so krass beantworten, weil ich müsste mich da viel mehr mit beschäftigen. Aber ich glaube, bei manchen, also bei Drogen, die vielleicht nicht so krass heftige Schäden anrichten, würde ich vielleicht schon eine Legalisierung, aber mit einer, dass du sowas in der Apotheke zum Beispiel bekommst, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber so Drogen wie zum Beispiel Crystal Meth oder Heroin, die wirklich krasse Schäden anrichten, die finde ich sollten komplett, ich finde solche Drogen sollten komplett ausgelöscht werden. Also ich finde, solche Drogen sollten nicht mal verboten sein, sondern solche Drogen sollten gar nicht existieren. Also solche Drogen sollten wirklich gar nicht existieren, weil das hat so viel Leben schon zerstört. Bei LSD, Cannabis, Alkohol und so, da gibt es auch immer mal wieder Leute, die davon extrem abstürzen, gerade bei Alkohol, heftig. Aber solche Drogen würde ich vielleicht schon unter gewissen Auflagen erlauben, weil die nicht so mega kaputt machen und auch nicht so eine extreme Gefahr sind für die Gesellschaft. Das Problem ist, ich bin natürlich jetzt kein Drogenfachmann, aber ich persönlich, ich sag euch so, wie es ist, Kokain, Heroin oder auch sowas wie Amphetamine, wie Crystal Meth oder solche Geschichten, die würde ich komplett verbannen am liebsten, weil das sind wirklich Drogen, die finde ich beängstigend. Also die finde ich ganz krass. Also ich, Leute, die so dauerhaft Koks nehmen und so, die verändern auch sich öfters von der Art her und so, ist nicht so mein Ding. Also Cannabis okay, LSD kann man mal sich ab und zu reinpfeifen und so, Alkohol in Maßen okay, aber manche Drogen gehen einfach gar nicht klar, finde ich. Es macht schon Sinn, dass manche Drogen verboten sind. Ja. Aber es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass Cannabis verboten ist und Alkohol erlaubt. Das finde ich macht, das ist wieder schon, das ist irgendwie in zweierlei Maß gemessen, das finde ich Quatsch. Obwohl es weniger Schaden anrichtet als Alkohol? Alkohol riecht auch mehr Schaden als scheiß Gras. Ja. Insofern so. Das stimmt, Alkohol richtet mehr Schaden als Gras. Das ist eh schon falsch. Mehr Schaden. Alkohol illegalisieren, Gras legalisieren. Oh, Alkohol illegalisieren. Sowas zu sagen als Deutscher, ganz gefährlich. Aber ich würde auch eher, wenn ich mich entscheiden müsste, was legal wäre, Cannabis oder Alkohol, würde ich auch eher sagen, Cannabis. Weil Alkohol ist halt viel heftiger, als man denkt. Vor allem, man wird schon als Kind daran geführt, so mit 16 Bier und so. Und dann geht's halt, sau viele Leute sind an Alkohol schon richtig verreckt. Wie sehen Sie die Diskrepanz zwischen Bayerns strenger Drogenpolitik und diesem Drogenfestes? Da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Nehmen wir das schon. Scheißegal, ey! Ein Potamer! Den scheiß grünen Schuh, kannst den Arsch hinterschieren da! Sei fix, ey! Kein Wort verstanden, aber okay, Hauptsache gute Laune. Simon, kiffst du? Nee, ich kiffe nicht. Ich habe noch nie geraucht, noch nie gekifft. Kein Scherz. True, wirklich true. Ich finde, das sollte einfach nicht legalisiert werden, weil der Übergang dann einfacher gemacht wird. Also die Jugendlichen tendieren eher dazu. Das ist Bullshit, was sie sagt. Ich wohne ja in Portugal und hier ist ja Gras entkriminalisiert und so wie ich es mitbekommen habe, ist gerade unter Jugendlichen Cannabis zurückgegangen, weil es halt auch erst ab 18 ist, so wie Zigaretten und so. Also das Wort ist noch nicht legal in Portugal, aber es ist entkriminalisiert und dadurch ist es eigentlich zurückgegangen, gerade die Kriminalität und Geschichten und so. Das ist, finde ich, Quatsch, was sie sagt. Aber in allen Ländern, wo man legalisiert hat, ist die Konsumrate bei Jugendlichen nach unten gegangen. True, ist wirklich so. Zum Beispiel Colorado oder sowas, da haben die dann weniger Jugendliche konsumiert, weil ja dann es ja nicht für Jugendliche legalisiert wird, sondern nur für Leute ab 18. Ja, haben Sie da wirklich Studien, die das beweisen? Ja. Sie so, haben Sie da wirklich Studien? Er ist so ein alter Mann für Sie. Menschen, die an Heroin sterben, sterben meistens durch das gestreckte Heroin. Würde man es legalisieren, würden es weniger Leute sterben. Wie schädlich Heroin, sauberes Heroin ist, weiß ich nicht, weil ich mich damit nicht so krass auskenne. Aber ich habe so viele Horrorstories über Heroin gehört und ich finde Heroin, muss ich sagen, beängstigend. Und ich würde jedem nur davon raten, lasst bloß die Finger davon. Wenn ihr sowas irgendwann mal angeboten bekommt, auf einer Party oder irgendwas, lasst die Finger davon, wirklich. Ey, ich würde euch allgemein raten, nehmt nichts an von Leuten, denen ihr nicht zu 100% vertraut und sowas. Ey, seid da wirklich vorsichtig, da so, kann so viel schief gehen. Und gerade Sachen, die man sich so einspritzen muss irgendwie, nee. Das ist, sorry ey, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ, aber das ist wirklich gar nicht mein Jam, Alter. Seid da wirklich vorsichtig, Leute, das finde ich krass. The Hashish? Mhm. Sehr gut. Oh mein Gott, der Typ, der ist so das beste Beispiel dafür, dass Alkohol halt heftig kickt. Aber trotzdem geht Bayern ansonsten sehr streng gegen Cannabis vor oder gegen LSD oder sowas. Ich finde LSD, Cannabis und Alkohol sind nochmal eine andere Schiene. Klar, sind auf jeden Fall jeweils eine andere Schiene, aber dass man Alkohol so verherrlicht und die Drogen verteufelt, ist schon Doppelmoral. Also ich find, ja, das ist schon eine andere Schiene. Also LSD ist zum Beispiel wesentlich weniger gefährlich als Alkohol zum Beispiel. Ja, aber ich finde, so extrem ist es hier auch nicht auf dem Oktoberfest. Ich finde, da wird schon drauf geachtet. Wenn man... Was? Das habe ich noch nie gehört. Auf dem Oktoberfest wird darauf geachtet, dass die Leute nicht zu viel trinken. Habe ich das gerade richtig verstanden? So extrem ist es hier auch nicht auf dem Oktoberfest. Ich finde, da wird schon drauf geachtet. Auf dem Oktoberfest wird auf den Konsum von Alkohol geachtet. Auf dem Oktoberfest wird doch komplett sich die Kante gegeben. Digga, ist doch geisteskrank. Das ist doch
komplett falsch, was sie sagt. Aber okay, also wenn sie der Meinung ist, auf dem Oktoberfest, da achten die sehr darauf, dass sie nicht so viel trinken, okay. Wenn man so ein Fest für LSD machen würde und auch darauf achten würde, würdest du supporten? Sehr gute Gegenfrage von Open Mind. Guck mal, er hat sie nicht aufliegen lassen, so dass sie sagt, dass sie hat ja gesagt, hier achten die Leute darauf, dass nicht so viel Alkohol getrunken wird, was ja kompletter Quatsch ist. Und er stellt sich nicht über sie und sagt nicht, hey, das, was du da sagst, ist komplett falsch, guck dir die ganzen Besoffenen an, die hier alles vollkotzen, sondern er stellt eine Gegenfrage und sagt, wenn es ein LSD-Fest geben würde, wo die Leute auch aufpassen, wäre es dann okay? Ich muss sagen, moderatorisch, beziehungsweise so als Journalist, oder wie nennt man das, wenn er Leute befragt? Journalist? Also auf jeden Fall sind seine Fähigkeiten da in dem Bereich sehr gut. Finde ich geil. Also macht er echt gut. Macht er gut. Nee. Aber warum nicht? Nee. Weiß ich auch nicht. Aber zum Beispiel LSD ist viel weniger schädlich als Alkohol und illegal. Mann, die Frage ist schwierig. Also ich finde halt, guck mal, er freut sich aber auch so richtig, oder? Guck mal, er ist so 2 Meter, seine Frau so 1,50 und er so einfach nur LSD ist nicht so schädlich. Und er ist so am Smilen wieder. Süß. Ich finde das einfach nur süß, wenn die so glücklich gucken. Der größte Punkt, der für eine Legalisierung steht, sehr interessantes Thema, sehr viel Diskussion auf jeden Fall heute. Der größte Punkt, der für eine Legalisierung von Gras spricht, ist, dass harmlose Kiffer zurzeit bei zwielichtigen Dealern einkaufen müssen, diese eventuell auch mit harten Drogen dealen. Plus wüsste man, was drin ist. Das sehe ich absolut bei Gras, absolut sehe ich das auch so. Es ist eine Droge, die, finde ich, ist nicht, die macht die Gesellschaft nicht kaputt. So, ich finde, das ist eine Droge, die komplett in Ordnung geht, wenn man sich unter Kontrolle hat. Ne? Bei allen Drogen ist es ja so. Ja, nicht nur bei Drogen, auch bei anderen Sachen, die man konsumiert. Wenn man keine Kontrolle über sich selbst hat, dann kann Alkohol halt auch, was in Deutschland total legal ist, sehr, sehr schwere Folgen haben. Sehe ich absolut so. Das Problem ist, dieser Schwarzmarkt ist das große Problem. Sehe ich absolut so. Hey Simon, was hältst du von Zucker als Droge? Es ist überall verfügbar und das macht es so gefährlich. Zucker ist auf jeden Fall eine heftige Droge, die viele unterschätzen, weil sie halt alltäglich ist und man wird auch von Zucker auch extrem abhängig. Das denkt ihr vielleicht nicht, aber Zucker ist, ja, das Problem ist, was ist die Definition von Droge? Ob Zucker wirklich als Droge zählt? Zucker ist auf jeden Fall auch sehr süchtig machend und Zucker ist auch gefährlich, weil, ja, überleg mal, wie viele Erkrankungen wir in unserer Gesellschaft haben wegen Zucker zum Beispiel, Diabetes und so weiter und auch Übergewicht, Fettleibigkeit und so. Ich finde, Zucker ist auf jeden Fall eine Gefahr, die unterschätzt wird. Ob sie mal jetzt als Droge zählen sollte, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde, Zucker ist lecker, aber man sollte nicht übertreiben. Die Droge gönne ich mir ab und zu. Ab und zu ein bisschen Zucker gönne ich mir mal. Ich habe LSD noch nie probiert. Also ich finde Bier jetzt schon ein bisschen angenehmer. Ja, aber das können Sie ja nicht wissen, wenn Sie es noch nicht probiert haben. Haben Sie schon andere Drogen probiert oder nur Alkohol? In meinen früheren Jahren habe ich schon mal was. Da hat sie sich richtig mit Heroin weggeballert. Was anderes probiert. Ja. Und er, der Mann die ganze Zeit still, aber als sie erzählt hat, was sie für Drogengeschichte hat früher, weiß auch, wie die Post da abging, Alter. In meinem früheren. Und er so, guck mal jetzt, wie sein Gesicht direkt anfängt zu smilen, als sie sagt, dass sie früher Drogen genommen hat. Ja. Und er so, ja, das weiß ich noch, da ging die Post richtig ab. Da habe ich schon mal was. Du bist Anti-Drogen? Ja. Warum? Weil ich finde, man sollte seinen Körper nicht mit solchen Sachen kaputt machen. Das heißt, ihr seid auch Anti-Alkohol? Ja. Okay, dann warum seid ihr hier? Anti-Alkohol, aha. So ein Ding ist das, Anti-Alkohol. Nee, war nur Spaß. Natürlich sind wir nicht Anti-Drogen komplett. Okay, aber nur so gefährliche Drogen wie Alkohol sind gut? Nee, natürlich nicht. Alle Drogen sind in gewissem Maße, natürlich sind alle schädlich, aber in gewissem Maße kann man sie konsumieren und das ist egal. Ja, absolut richtig, was er sagt, absolut richtig. Egal, ob es Alkohol ist oder Zigaretten oder LSD oder LSD, ja. Was auch immer. Richtige Antwort. Das Leben geht auch ohne solche Drogen. Geht das Leben auch ohne Alkohol? Das ist sowieso die dümmste Aussage. Das Leben geht auch ohne Drogen. Yo, das Leben geht auch, wenn du ein Bein weniger hast. Yo, also es ist halt, das macht halt eine Diskussion, eine wirklich vernünftige Diskussion, führt das einfach nur in eine Sackgasse. Bringt nichts. Geht auch. Ja. Aber es geht das Leben auch ohne Achterbahnfahren? Ja. Geht das Leben auch ohne Achterbahn fahren? Ja, klar, ich fahre sehr selten Achterbahn, geht alles. Die hat nicht verstanden, dass es einfach nur von ihm eine Fangfrage war, um ihr zu zeigen, dass sie eine Diskussion so nicht führen kann. Auch sehr stark wieder von Open Mind. Ey, er macht das wirklich gut. Er ist so schlagfertig, wäre ich nicht, wenn ich Leute vor mir hätte. Wirklich, macht er wirklich sehr gut. Respekt. Sehr schlagfertiger Kerl. Er macht sehr gute Interviews, möchte ich gerne mehr von sehen. Es geht das Leben, quasi ist das ja kein vernünftiger Maßstab, was man setzen soll, ob was ohne geht oder mit. Das ist ja kein richtiger Maßstab. Was ist dann ein richtiger Maßstab? Ja, wie gefährlich die Droge ist. Ist es ein bisschen widersprüchlich, dass Bayern das größte Drogenfest hat und trotzdem die strengste Drogenpolitik, was andere Drogen angeht? Ist das widersprüchlich?
Ja. Na. Diese Frau ist ja absolut King. Ne. Ne, ne. Die Frau ist King. Warum nicht? Weil Bier ein Grundnahrungsmittel ist. Oh, dieses typische Bayern-Gelaber. Ey, nichts gegen Bayern, ne? Ich finde, Bayern ist ein wunderschönes Bundesland. Wenn nicht sogar das schönste Bundesland in Deutschland. Es ist wirklich... Ich war ja mit der Longboard-Tour, wir sind durch ganz Bayern durchgefahren. Also durch einmal von Norden nach Süden, nicht durch ganz Bayern. Aber wir waren in Bayern viel unterwegs und so. Und Bayern ist wirklich wunderschön. München, eine schöne Stadt, alles. Bayern ist schön. Aber dieses Gelaber von Bayern. Oh, weil Bier ein Grundnahrungsmittel ist. Ja, moin, das passt schon. Mmh, oh, ich spritzen Leberkäse. Oh. Was ist das für ein Gelaber, Alter? Schön CSU. Okay. In Maßen ist es ein Grundnahrungsmittel. Du musst es ja nicht... In Maßen ist ein Grundnahrungsmittel. Ihr dürft auch nur in Maßen Brot essen, danach ist es vorbei. Wenn du ein halbes Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Dann wenn du ein halbes Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Aber es ist ja wirklich so in Deutschland. Bier ist sogar nicht als Genussmittel versteuert, glaube ich, oder? Warte mal kurz. Wie wird Bier versteuert? Weil eigentlich ist Bier ein Genussmittel. So. Biersteuer berechnen. Pro Hektoliter beträgt die Regelsteuersatz bei der Steuer 0,787 Euro pro Grad Plato oder kein Rollspiel. Der Alkoholgehalt, handelt es sich um alkoholfreies Bier, so findet die Steuer keine Anwendung. Warte mal kurz. Alkohol galt in Europa lange als Medikament. Bier als Flüssigbrot hat bis in die jüngste Vergangenheit hinein den Status als wichtigstes Nahrungsmittel neben Brot. Hatte. Ist es immer noch so? Es hatte auf jeden Fall den Status als Grundnahrungsmittel, aber ist es immer noch so? War es nicht so nur, dass die Mönche das irgendwie so gesagt haben, damit die trinken können und Gott nicht judged, weil die dann sozusagen nur Brot essen, aber flüssiges Brot? Ich weiß es nicht. In Deutschland ist Bier ein Grundnahrungsmittel. Ist es wirklich so? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist wirklich so in Deutschland, dass Bier nicht als Genussmittel zählt, sondern als Nahrungsmittel, was ich aber komplett seltsam finde. Brauchst den Rest des Tages nichts mehr zum Essen. Da könnte es man ja verbieten, dass man Bier in hohen Mengen. Du trinkst ein halbes Maß Bier, brauchst den Rest des Tages nichts mehr zu essen. Ehre. Okay, also man sollte keinen Alkohol trinken. Eigentlich nicht. Alkohol gehört nicht zum richtigen Drogen. Alkohol doch. Ist eine der gefährlichsten Drogen. Alkohol ist genauso wie eine angenehme Zeit verbringen. So wie fast jede Droge eine angenehme Zeit verbringen, bis die Wirkung dann nachlässt. Dann kickst du dir aber einen Bolzen durch den Kopf. Also, aber Heroin ja auch. Das ist was anderes. Sollte man Drogen legalisieren? Nein. Warum nicht? Tja. Ja. Alles klar. Gute Frage. Ich würde sagen, dass viele hervorragende Sachen wurden unter LSD-Wirkung geschrieben. Und das ist übrigens Slivky Show, falls ihr ihn kennt. Der ist gerade straight aus Russland rübergekommen für Oktoberfest besuchen. Cannabis? Gegendrogen. Warum? Weil es das Gehirn verballert. Aber es ist ja auch dafür Alkohol viel schädlicher, auch für die Organe und alles. Ja, aber nicht auf Dauer, oder? Doch. Alkohol ist auf Dauer nicht schädlich. Alkohol ist nicht so schädlich, aber auf Dauer. Oh mein Gott, ist das ein Bullshit. Manche Leute, die raffen nichts. Ja, aber nicht auf Dauer, oder? Doch. Natürlich. Digga, Alkohol macht doch den Körper komplett down. Alkohol ist Nervengift, es macht dein Gehirn kaputt, macht Leber kaputt. Auf Dauer ist Alkohol übel gefährlich. Also ich kenne keine Langzeitstudien. Ich kenne keine Langzeitstudien zu Alkohol. Digga, wenn es zu irgendeiner Droge Langzeitstudien gibt, dann aber zu Alkohol. Ich kenne keine Langzeitstudien. Ja, okay. Dann lebst du aber auch irgendwo hinterm Mond. Du kennst keine Langzeitstudien von Alkohol, dass das auf die lange Zeit Schaden anrichtet? Noch nie? Nee. Also Leberschäden oder sowas auf Alkohol ist ja neu. Ja, aber ich glaube, dass Cannabis und THC und Co. Schlimmere Schäden anrichten. Vor allem... Das ist nicht richtig. Also Cannabis auf Dauer kann, glaube ich, den Serotoninhaushalt durcheinander bringen. Aber und ein paar andere Sachen natürlich auch mitbewirken. Also Cannabis ist auch nicht irgendwie alles safe und so. Ne? Ich möchte keine Droge in den Himmel loben. Aber Alkohol ist wirklich richtig, 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 richtig böse. Also eine richtig böse Droge. What the fuck? Und LSD ist auch richtig krass vom Suchtpotenzial, oder? Super krass auf Suchtpotenzial. Super krass. Also ist ja nicht schlimm, die Frau hat einfach keine Ahnung von Drogen. Die wird wahrscheinlich irgendwas machen, wo die halt nicht in Kontakt mit solchen Informationen kommt. Aber das ist halt echt krass, wie viele Leute da überhaupt nicht wissen, was abgeht. Ich weiß es nicht. Weiß? Also ich bin ein großer Konsument von Alkohol. Und ich bin ein großer Konsument von Alkohol. Zigaretten. Und Zigaretten. Sie gönnt sich richtig. Sie gönnt sich auf Ehrenbasis. Ich dürfte das niemals ausschauen. Ich bin Lehrerin. Sie ist Lehrerin. Deswegen hat sie auch so ein Bild drüber.
die ist Lehrerin und kennt keine Langzeitstudien über Alkoholschäden, ist ein großer Fan von Alkohol und Zigaretten und denkt, LSD ist krass ab, macht krass abhängig. Ich hätte ihr alles zugetraut, aber nicht Lehrerin als Job, da muss ich aber einfach nur los. Ist das hypokritisch? Nee, sehe ich nicht so kritisch, ne. Ist das hypokritisch? Nee, das sehe ich nicht so kritisch. Hypokritisch, also dass es irgendwie so widersprüchlich ist, dass man einerseits so in Bayern am strengsten gegen andere Drogen vorgeht, wie Cannabis oder LSD, aber trotzdem dann gleichzeitig solche Feste hier veranstaltet. Ja, schon, aber das finde ich gut, weil das regt ja vielleicht die Diskussion an, oder? Das ja, ist genau. Ganz, sehr positiv, das sehe ich jetzt nicht so schlimm. Genau, also sollte man die... Ist ja gut, wenn es so Widersprüche gibt, wenn es genau. Opposition gibt, die sich damit beschäftigt, wenn man das als Ansatz nimmt, um darüber nachzudenken. Ja. Noch besser wäre es halt, wenn man die Auswahl hätte zwischen allen Drogen, oder? Nee. Warum nicht? Noch besser, wenn man die Auswahl hätte. Nee. Pro oder Anti-Drogen? Immer pro. Was ist er? Also, man sollte alle Drogen legalisieren. Ja, nicht alle. Welche nicht? Ja, die doof sind. LSD. Okay, er ist ein King. Nicht die Drogen, die doof sind, legalisieren. Richtige Antwort, gute Antwort. Delegalisieren, weil LSD ist auf jeden Fall gut. LSD ist nicht doof. Ich würde schon sagen, LSD ist gut. Ja, wenn du das sagst, dann ist das gut. Weil was? King. Absoluter King. Und ist so schlecht? Ja, alles, was doof ist. Okay. Er macht die Mind Games. Sind Sie pro oder anti-Drogen? Pro. Pro Drogen, sehr gut. Also pro LSD, pro Heroin? Nein. Pro Alkohol? Ja. Genau. Pro Cannabis? Ja. Pro LSD? Nein. Warum Anti-LSD? Ist mir zu heavy. Zu heavy? Ja, ja. Aber wenn es andere Leute nehmen... Seine Art und Weise, wie er so mit den Leuten redet. Ja, ja. So. Ist dir zu heavy? Ja, ja. Da will ich mir komplett verarscht vorkommen. Zu heavy, ja, ja. Zu heavy, ja, ja. Ich liebe das. Ey, ich feier ihn. Aber wenn es andere Leute nehmen, passt. Ich will niemanden Vorschriften machen. Ja, also sollte man es legalisieren. Ja, maybe. Ja. Ja, perfekt, passt, alles klar, danke für das Interview. War ein gutes Interview. Ich find's cool, dass er so nicht nur, also da steht ja Doppelmoral auf den Wiesnbesucher. Er hätte ja auch einfach nur Leute befragen können, beziehungsweise nur Sachen reinstellen können, die so typisch so dumm, anti, ohne Grund sind. Aber er hat viele verschiedene Meinungen reingeschnitten. Und ich finde es gut, war sehr abwechslungsreich. Manche waren pro, manche contra, dies, das. Ein paar Leute waren ein bisschen hohl, ein paar Leute waren auch schlau. Man traut Menschen oft zu wenig Vernunft und Offenheit, die Meinung zu ändern zu. Langsam, aber sicher werden immer mehr Menschen aufwachen und realisieren, dass unsere Drogenpolitik falsch ist. Und gerade bei Cannabis sind jetzt schon erstaunlich viele Menschen offen für eine Legalisierung. Wenn normale Menschen auf dem Oktoberfest durch kritische Fragen bereit sind, ihre Meinung zu ändern, warum tun sich viele Politiker dann so schwer damit? Weil sie unaufgeschlossene Menschen sind? Oder es ihnen vielleicht... Solange die kein Geld damit verdienen, die Politiker, solange es keine Cannabis-Lobby gibt, die genug Millionen zahlt, solange werden die Politiker auch nicht für Ja stimmen. Das ist das Problem. Und falls die Bürger Gras konsumieren, ist es für sie am besten, das mit einem Vaporizer aus dem Open Mind Shop mit diesem Gutscheincode zu machen. Ehre. Ey, checkt Open Mind aus, wenn ihr euch für solche Themen interessiert. So auch zu Drogen, Interviews, wie das jetzt zum Beispiel passiert ist. Ich finde es mega interessant, obwohl ich selber zum Beispiel gar keine Drogen nehme. Der Kanal ist ein guter Einblick, um halt solche Themen auch mal ein bisschen zu verstehen, ohne es selber halt einfach machen zu müssen. Und ich persönlich bin ja, für mich persönlich, nicht für die Allgemeinheit, aber für mich persönlich bin ich sehr was relativ konservativ anti-Drogen. Also ich nehme wirklich so gut wie keine Drogen. Ich trinke keinen Alkohol oder sehr, sehr selten. Rauche nicht, kiffe nicht, nehme gar keine Drogen so. Aber ich finde, für die Allgemeinheit sollten manche Dinge geändert werden. Zum Beispiel Cannabis, finde ich schon, sollte legalisiert werden. Finde ich sehr interessant. Und ich gucke mir sehr gerne an. Gut, geht raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.